Die Anwohner in dieser Straße in Frechen sind sauer. Seit Monaten eine Baustelle vor ihren Häusern und sie sollen dafür zahlen, zumindest einen Teil, einige von ihnen bis zu 20.000 Euro. Meine finanzielle Situation aufgrund dieser Baustelle ist beschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mir keinen großen Kredit leisten. Kriege ich auch keinen mehr als Rentner. Das geht gar nicht, sagt heute der Bund der Steuerzahler NRW und stellt im Landtag seine Volksinitiative Straßenbaubeitrag abschaffen vor. Denn Frechen ist keine Ausnahme. Laut Kommunalabgabengesetz dürfen Städte einen Teil der Kosten für Straßenerneuerungen den Anwohnern in Rechnung stellen. Vor allen Dingen ist eine Tatsache, dass die Straßenbauabgabe existenzgefährdend sein kann. Denn wie heißt es mal, sie nimmt keinerlei Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des Abgabeschuldners. Durch die Abgabe bekommen NRWs Städte und Gemeinden jährlich zwischen 112 und 127 Millionen Euro von den Anwohnern. Sollte die Abgabe gekippt werden, fordert der Bund der Steuerzahler das Land auf, die Kommunen beim Straßenbau besser zu unterstützen. Andere Bundesländer haben die Anwohnerabgabe bereits abgeschafft und auch in NRW ist Bewegung in die Sache gekommen. Es wird eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes geben, aber ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, in welchem Umfang. Das ist dem Bund der Steuerzahler alles zu vage. Mit der Volksinitiative soll es jetzt schneller gehen. Wir wollen natürlich sozusagen mehr oder weniger die Daumenschrauben anlegen. Das heißt also, den Landtag zwingen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Rund 65.000 Unterschriften sind nötig, damit sich der Landtag mit dem Thema befasst. Das Bauministerium teilt heute mit, man arbeite an einer Lösung, es dürfe aber keinen Schnellschuss geben.